Das Spielzimmer. Unendlich viele Spiele. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies sind die Abenteuer der Brettspielgarde, die mit seiner 2 Miepel und einer hundstarken Besatzung viele Jahre lang unterwegs ist, um neue Brettspiele zu erforschen, neues Spielmaterial und Spielmechaniken. Viele Kilometer von zu Hause entfernt besucht die Brettspielgarde andere Brettspieler, wo nie ein Brettspieler zuvor gewesen ist. Ich bin Captain Pam. Und ich bin der erste Offizier Michael und zusammen sind wir die Brettspielgarde. Heute sind wir auf einer Mission. Wir besuchen andere Brettspieler, die uns ihre Spiele zeigen, die das Regal nie verlassen werden. Faszinierend. Solltet ihr unsere andere Mission noch nicht gesehen haben, dann schaut sie auf jeden Fall gerne nochmal an. Und wir machen uns jetzt auch gleich auf den Weg zu unserem ersten Brettspieler. Computer, Warpgeschwindigkeit. Hi, Captain. Hi, ich bin Dennis von StayGeeky und mein Spiel, was garantiert nie meine Sammlung verlassen wird, das ist Mintworks. Mintworks haben wir zuletzt in unserem Urlaub gespielt und das ist ein Worker-Placement-Spiel, was in diese kleine Mintdose hier passt, mit einer Spieldauer von 10 bis 20 Minuten. Und Mintworks schafft nämlich das, was große Worker-Placement-Spiele mit einer langen Spieldauer unheimlich viel Platzbedarf schaffen. Wie gesagt, mit wenig Spielmaterial in knappester Zeit. Deswegen ist Mintworks für mich das perfekte Reisespiel. Es macht jetzt natürlich jetzt nichts Innovatives, als andere Worker-Placement-Spiele nicht machen. Es ist aber für unterwegs ein wirklich rundes Worker-Placement-Spiel. Ich mag das Design und auch finde ich es sehr clever gemacht, dass zum Beispiel auch diese Minze im Spiel sind gleichzeitig die Ressource als auch meine Arbeiter. Gelungenes Spiel, wie gesagt, mein Nummer 1 Reisespiel Mintworks. Deswegen wird es garantiert nie ausziehen. Hallo liebe Leute, ich bin der Sascha bei Instagram unter Starlord1905 unterwegs und die Pamela und der Michael hatten mich gebeten, auch mal ein Format hier zu unterstützen, und zwar das Spiel, das niemals mein Regal verlassen wird, und bei mir wäre das Bonfire von Stefan Feld. Warum? Ganz einfach, es ist der erste Feld, den ich im Regal habe, darum wird er auch niemals ausziehen. Und weil ich weiß nicht, ob ich mir noch ein zweites Feld kaufen werde. Ich habe mir zusätzlich dazu hier ein schönes Inlay bei meinem 3D-Drucker gedruckt. Das war eins der ersten Inlays, das ich gemacht habe. Und das kann man hier wunderbar auch schön, die einzelnen Playerboards kann man hier rausschieben. Und dann sieht man hier für jeden Spieler in der Farbe auch noch sein eigenes Player-Arsenal. Das kann man dann wunderbar demjenigen in die Hand drücken und er kann dann aufbauen. Grundsätzlich ist das Spiel super. Ich finde es gut, dass Tile Placement drin ist. Ich finde die Aufgabenkarten, wo auch viele sagen, warum brauche ich das hier mit dem mit den Anfahren-Seekarten, finde ich sehr gut gemacht und mir gefällt das super gut. Ist ein Spiel der Kategorie Easy to Learn, Hard to Master. Und kam bei allen Leuten immer gut am Tisch an. Also ich habe es schon diverse Male gespielt jetzt. Und ich glaube 10 Mal oder so. Und es ist eigentlich nie schlecht angekommen. Und im Oktober kommt ja jetzt auch auf der Messe die Erweiterung raus. Die werde ich mir auch angucken und zulegen. Und deswegen, hier, liebe Leute, holt euch Bonfire, meine Empfehlung. Das ist ein Spiel, das wird bei mir auf jeden Fall nie ausziehen. Und bis dahin, euer Sascha, Starlord, und viel Spaß noch. Ja, hallo liebe Brettspielgarde. Ja, welches Spiel darf denn das Regal nicht verlassen oder wird das Regal niemals verlassen? Das ist bei mir ganz klar Ringkrieg. Jeder, der Herr der Ringe liebt, der Herr der Ringe erleben möchte, der Herr der Ringe Naut der Bücher, also wirklich erleben will und nachvollziehen möchte, der kommt an Ringkrieg nicht vorbei. Hier ist alles wirklich mit drin, ob es die verschiedene Figuren sind, die Miniaturen, die Möglichkeiten, ganz Mittelerde zu erleben, die ganze Geschichte von vorne bis hinten zu erleben, dass man als Gemeinschaft des Ringes im Bruchtal startet und den Ring natürlich dann vernichten möchte, dass man die verschiedenen Völker in den Krieg führen muss, weil es ist eine Politikleiste, das heißt, wie in echt, es ist am Anfang nicht so, dass jeder sofort dabei ist,
Sauron mit seinen Schergen versucht natürlich das Ganze zu verhindern und sich auszubreiten und den Ring unter seine Hände zu bekommen. Absolut ein geniales Spiel. Da ist alles wirklich mit drin. Die ganzen Geschichten, die Charaktere sind drin, die sich entwickeln. Auch hier Gandalf der Graue, der zum Gandalf der Weißen wird. Dann Aragorn, wie er sich weiterentwickelt. Die ganzen Parteien, wie gesagt, die man mit reinbringen muss. Es ist einfach ein Spiel in Perfektion, wenn man Herr der Ringe wirklich voll und ganz erleben will. Da gibt es so viel zu erzählen. Die Anleitung ist ausführlich, perfekt, lässt keine Fragen offen. Also in der Hinsicht, da kann man schon mal viele Stunden miteinander verbringen. Das ist ein Zweierspiel logischerweise. Und wenn man das Ganze dann noch weiterbringen will, dann nimmt man noch den Jagd nach dem Ring dazu. Das ist ja neu erschienen. Und das ist im Grunde genommen die Vorgeschichte zu der Ringkrieg. Das heißt, das Ergebnis aus diesem Spiel beeinflusst dann den Ringkrieg. Das heißt, da ist es in dem Weg nach Bruchtal. Hier startet man Bruchtal. Und dementsprechend kann das Spiel dann zu Beginn beim Ringkrieg vielleicht ganz anders verlaufen, als normalerweise wäre. Und deswegen, die beiden werden sich nicht das Regal verlassen. Da kann man sicherlich mal einen ganzen Tag Herr der Ringe erleben und spielen, und da kann man nichts falsch machen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und freue mich jetzt auf die Beiträge von den anderen. Bis dann. Ciao. Ja, das war ein kurzer Besuch in Mittelerde. Faszinierend. Ja, für uns als große Herr der Ringe-Fans natürlich ein Muss. Und jetzt geht's weiter. Energie. Hallo ihr Lieben, ihr habt wieder gefragt, welches Spiel wird deine Sammlung nie verlassen? Und da habe ich mal etwas weiter gekramt, wieder mal ein älteres Spiel rausgepackt, und zwar Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht ist ein Spiel nicht nur zum Kennenlernen neuer Menschen, sondern auch zum Kennenlernen der eigenen Familie. Denn hier kommen manchmal Dinge ans Tageslicht, das hätte man so gar nicht gedacht. Bei Wer hätt's gedacht geht es eigentlich im Grunde ganz einfach darum, aus seinen Handkarten, die man so hat, auf dem ja einfach bestimmte Begriffe draufstehen, wie Wildnis, Oliven, die Farbe Grün, Toastbrot, Fußball-Bundesliga, Snowboarden, Science-Fiction-Filme und. Also aus allen Lebenslagen hat man hier Dinge. Und man hat immer 5 Handkarten und es geht immer in jeder Runde um eine Person. Und ich suche einfach aus meinen Handkarten etwas aus, was ich glaube, was dieser Person gefällt. Und das ist eben tatsächlich ein sehr unterhaltsames und kommunikatives Spiel, weil selbst wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der Science-Fiction-Filme total super findet, aber dann in diesen Karten, die man dann bekommt, einfach noch was ist, was man noch ein bisschen mehr mag, dann legt man das eben noch weiter oben. Oder man muss sich eben auch manchmal tatsächlich Gedanken machen, mag ich jetzt Toastbrot mehr als die Farbe Grün? Also habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich noch nicht, beziehungsweise schon, vielleicht mal in dem Spiel. Also man lernt sich auf jeden Fall neu kennen, und auch für Runden, die man gar nicht kennt, ist es oft so, dass man denkt, okay, ich lege jetzt mal hier das und das hin, weil mich interessiert, ob die Person das mag oder nicht. Leider gibt es das Spiel tatsächlich nur noch sehr schwierig irgendwie zu bekommen, aber wenn ihr es irgendwo herkriegen solltet, bei Wer hätt's gedacht, dann schnappt zu, denn meine Spielesammlung wird das auf jeden Fall niemals verlassen. Hi, ich bin Tim, ich bin der Freund der Würfel, und die Brettspielgarde hat mich nach einem Spiel gefragt, das niemals mein Spieleregal verlassen würde. Und das ist jetzt nichts besonders Spannendes und jeder kennt wahrscheinlich das Spiel auch, aber für mich ist es auf jeden Fall Carcassonne. Denn Carcassonne, wie man auch sieht, es ist die alte Version, gehört so zu diesen ersten richtigen Gesellschaftsspielen, an die ich mich zurückerinnern kann. Und wie man auch sieht, Carcassonne wurde wirklich sehr, sehr oft gespielt. Und es hat jedes Mal mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. So als kleiner Hinweis auch, habe ich mir in diesem Jahr dann eben, weil die Version so ein bisschen ramponiert schon aussieht, auch noch die neue Version geholt. Finde ich bisher auch sehr, sehr schön umgesetzt. Genau, und warum wird es niemals rauskommen? Zum einen eben, weil ich damit so ein bisschen was verbinde. Es ist so das erste Gesellschaftsspiel, an das ich mich so rückwirkend ein bisschen erinnern kann. Ich habe zahlreiche Partien gespielt. Es macht mir auch heute genauso viel Spaß wie früher. Es gibt auch eine digitale Version, die bei mir zuletzt dann häufiger nicht auf den Tisch, aber auf den Computer kommt. Und es ist einfach diese Vielfältigkeit, die Carcassonne mitbringt. Man kann Punkte bekommen, indem man Burgen baut, Wege baut. Es gibt Wiesenpunkte, es gibt Klöster. Und es gibt auch zahlreiche Erweiterungen, die jeweils nochmal neue Spielelemente reinbringen, nochmal neue Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Und das macht mir einfach Spaß. Natürlich, es gibt Partien, die sind super frustrierend, weil man einfach nicht die Karten bekommt, die man haben möchte,
Das heißt, es gibt auch einen gewissen Glücksfaktor. Es ist nicht so ein reines, wenn ich eine super Strategie habe, gewinne ich auch auf jeden Fall. Aber das hat man ja bei sehr vielen Spielen. Und genau, nichtsdestotrotz finde ich, überwiegen eben die ganz, ganz vielen Vorteile, die Carcassonne hat. Deshalb würde ich Carcassonne niemals hergeben. Das war's von mir. Viel Spaß noch bei den weiteren Beiträgen und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Hey, ich bin Basti von Siegpunkt und die Brettspielgarde fragt mal wieder nach einem Spiel, was mein Regal nicht verlassen wird. Und ich habe schon irgendwie so vorweihnachtliche Gefühle. Ja, es sind schon im Supermarkt, gibt schon die Weihnachtsmänner, die schmelzen schon wegen der Klimakatastrophe. Warum nicht ein weihnachtliches Spiel? Und was ist weihnachtlicher als Die Hard the Nakatomi Haze Board Game? Auf gut Deutsch, wir spielen Stirb langsam. Einer ist John McClane, die anderen sind die Bösewichte. Das Ganze spielt man über drei Akte. John McClane muss es quasi schaffen, die Bösewichte aufzuhalten und gewisse Rätsel zu lösen. Die Bösewichte versuchen, diverse Zahlenschlösser zu knacken. Was ganz cool ist, man spielt Karten und hat in jedem Akt ein anderes Deck. Und wenn man Karten in einem Akt spielt, dann nimmt man die mit in den anderen Akt, wo die dann andere Effekte haben. Das heißt, man ist auch immer am Abwägen, spiele ich die Karte oder spiele ich sie eher nicht. Das Spiel ist auch zu 100% Thema. Ja, also wir finden Schuhe, die sind zu klein und laufen dann durch Glassplitter. Wenn wir das Maschinengewehr finden, ho, 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 haben wir Spaß. Wir schmeißen einem aus dem Fenster auf ein Polizeiauto, damit die Polizei aufmerksam wird. Und das Spielende, wie soll es anders sein? John McClane gewinnt, wenn Hans Gruber vom Dach des Nakatomi Plazas geschmissen wird und die Bösewichte gewinnen, wenn sie alle Zahnschlösser geknackt haben. Das ist also wirklich einfach Thema pur. Und hier kommt genau das Problem, warum es viele Leute nicht gut finden, dieses Spiel. Es ist halt, wenn man spielt, immer dieselbe Handlung. Es hat sehr, sehr wenig Varianz. Das heißt, es ist eigentlich ein Spiel, fast schon wie ein Escape Room, was man einmal spielt und dann eigentlich nicht mehr spielt. Und genau das ist das, was mir an diesem Spiel gefällt. Denn für mich ist Weihnachten Stirb langsam im Fernsehen gucken und das schaue ich mir halt einmal im Jahr an. Und da kann ich jeden Dialog mitsprechen und ich kenne den Film und ich kriege genau das, was ich möchte. Und so ist es hier mit diesem Spiel. Es fühlt sich halt zu 100% wie der Film an. Ich will doch gar keine andere Handlung erleben, dann spiele ich ein anderes Spiel. Dieses Spiel spiele ich einmal im Jahr, wenn überhaupt. Erfreue mich dran, habe die Glücksgefühle, denke an John McClane, habe einen tollen Abend, lache über die vielen Seitenhiebe auf den Film und dann kommt es 364 Tage einfach wieder ins Regal und da wird es mich eben auch nicht verlassen. Das ist also meine Empfehlung, Die Hard, und ansonsten lasst der Brettspielgarde ein Dabo da. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Warum bin ich hier auf dem Raumschiff? Lass ein Dabo da! Hallo, ihr Brettkarten- und Tabletop-Spieler, ich bin Marcel von den Herren der Spiele und ich bedanke mich für die Einladung der Brettspielgarde, an diesem tollen Format teilzunehmen, nämlich welches Brettspiel aus meiner Sammlung wird niemals ausziehen. Auf den allerletzten Drücker habe ich es geschafft und hier seht ihr mein Area-Control-Spiel, vielleicht seht ihr es wirklich schon, welches sich nicht mehr im Regal befindet, welches wirklich niemals das Regal verlassen wird. Ich spiele super gerne und leidenschaftlich Area-Control-Spiele. Es gibt eine ganze Menge Kemet Kyklade, Steambuster, StarCraft, es gibt Blood Rage, es gibt Rising Sun, aber es gibt eines. Es gibt eines, das so simpel und gleichzeitig genial ist, dass ich es niemals, niemals, niemals verkaufen werde. Und das ist meine Nummer 1. Meine All-Time Nummer 1, Cthulhu Wars, das ich wirklich unzählige Male bislang gespielt habe. Was ist Cthulhu Wars? Cthulhu Wars, thematisch geht es darum, dass böse alte Götter auf die Erde kommen, außerirdische große Alte, um die Welt zu vernichten, die Menschheit und die gesamte Erde. Also alles wie jetzt gerade, 2021, alles ganz normal, wir kennen's. Nur machen wir das hier selbst in unserer Realität und bei Cthulhu Wars sind eben noch ein paar große Alte, also Außerirdische, nötig, um das fertig zu kriegen, was wir Menschen selbst in der Realität schaffen. Mechanisch haben wir es hier mit einem super genialen asymmetrischen Area-Control-Spiel zu tun, was sehr, sehr leicht zu lernen ist. Und das ist der erste Pluspunkt des Spiels. Ihr habt dieses Spiel in 5 bis wirklich höchstens 6-7 Minuten jedem Mitspieler erklärt. Und jeder Mitspieler kann nach 2 Spielrunden, also nach gefühlt 8 Minuten, kann er das Spiel spielen.
Und dabei spielt sich jede Fraktion, also diese großen Alten, komplett unterschiedlich. Jede Fraktion kommt mit einem eigenen Playerboard mit unterschiedlichen großen Alten und Monstern daher, die wiederum eigene Vor- und Nachteile haben und unterschiedliche Stärken. Dazu, ne, wenn es noch nicht Asymmetrie genug ist, gibt es verschiedene Spellbooks, also Zauberbücher, die ich im Laufe des Spiels erwerben kann. Und somit meinen Spielstil an meine Art und meine Vorlieben zu spielen anpassen kann und muss. Das Ganze ist wirklich gleichzeitig simpel und genial und der Wiederspielwert, der ist so immens groß, schon in dieser Grundbox. Ich habe natürlich alle möglichen Erweiterungsboxen dabei, dass es einfach einen für mich gefühlt unbegrenzten Spielspaß bietet. Ich habe das Spiel unzählige Male gespielt und ich garantiere euch, dieses Spiel wird für immer in meiner Sammlung bleiben. Und wenn ihr auf Area Control Spiele steht, dann kommt ihr meiner Meinung nach an diesem Schwergewicht nicht vorbei. Ich bedanke mich dafür, dass ich teilnehmen durfte. Ich wünsche euch einen schönen spielerischen Monat. Macht's gut, bis bald, euer Marcel. Ciao. Hello there, ich freue mich, dass ich auch diesen Monat wieder ein Spiel präsentieren darf, was meine Sammlung niemals verlassen wird. Ja, da gibt es halt einige Titel, aber einer meiner Lieblingstitel, der wird diese Sammlung definitiv nicht verlassen. Die Rede ist von Eldritch Horror. Ich habe von Eldritch Horror, man kann es hier oben in der Ecke ein bisschen sehen, alles da, was man für das Spiel benötigt. Aber ganz ehrlich, die Grundbox reicht eigentlich aus, plus eine kleine Erweiterung. Worum geht's in dem Spiel? In dem Spiel sind wir eine Gruppe von Helden, die versuchen, dass die großen Alten, dieses typische Cthulhu-Lovecraft-Thema, nicht die Weltherrschaft übernehmen und die Welt in den Untergrund ziehen. Und wir reisen dafür um die ganze Welt. Bei mir kommt da immer so ein Indiana Jones-Feeling auf, ja, um die Welt zu reisen. Natürlich auch das Thema 20er, 30er Jahre. Und das wird hier richtig geil umgesetzt. Getrieben ist das Spiel hauptsächlich von Encountern. Das heißt, wir reisen an Orte, machen dort Encounter, also Begegnungen, wir verstärken uns dadurch, gewinnen Karten, wir kaufen Karten ein und alles läuft über Skillchecks, also über Würfelproben. Ja, und je nachdem, wie gut unser Wert ist, sagen wir mal beispielsweise unser Verhandlungswert ist bei 4, dann können wir mit 4 Würfeln würfen und ab einer bestimmten Augenzahl haben wir dann einen Erfolg und können shoppen. Eigentlich ein einfaches Spielkonzept. Es macht richtig Spaß, sehr viel Abwechslung drin. Warum solltet ihr euch wenigstens eine Erweiterung holen? Und ich würde euch da die erste kleine Erweiterung empfehlen oder eine der anderen. Nämlich im Spiel gibt es, glaube ich, pro Ort erstmal nur 6 Karten. Das heißt, relativ schnell seht ihr dort alle Karten. Durch die erste Erweiterung werden die Karten schon verdoppelt. Habt ihr alles so wie ich, ist es sehr selten, dass die doppelten Karten vorkommen und ihr habt noch mehr Abwechslung. Das Spiel ist jetzt keine Geschichte an sich oder keine geschlossene Geschichte und das finde ich eigentlich auch gerade sehr cool. Wir haben so viele Kampagnenspiele, Storyspiele. Hier ist jeder Abend, jede Session ist ein Spiel. Und das Spiel und die Geschichte entsteht, während wir die Partie spielen. Es ist ein hohes Grad an Kooperation, wir müssen uns absprechen, wer geht wohin, wer macht was, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, so wie ein kooperatives Spiel sein muss. Ich weiß, jetzt werden einige kommen und sagen, nein, 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 Arkham Horror Second Edition ist viel besser. Ich habe Arkham Horror Second Edition nie gespielt, höre, dass es auch sehr gut ist und ich glaube und ich verstehe das auch, bei Eldritch Horror wurde sicherlich einiges gestreamlined. Dadurch haben wir aber auch eine, in meinen Augen, ganz angenehme Spielzeit, die wir hier am Ende zusammenbekommen. Wenn ich Arkham Horror Second Edition höre, geht die Spielzeit doch erheblich weiter nach oben, wo ich grundsätzlich kein Problem mit habe, aber Eldritch Horror haben wir teilweise auch mit Leuten gespielt, die nicht so häufig spielen und die waren halt von diesem Thema, wie das hier präsentiert wird, wirklich begeistert. Also ein Spiel, was meine Sammlung niemals verlassen wird, ist Eldritch Horror. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Wir sind Borg. Widerstand ist zwecklos. Sei nicht so eine Diva. Du bist nicht du selber, wenn du nicht dein Spiel hast. Hier. Besser? Besser. Star Trek Catan, damit du selbst sein kannst. Hallo, liebe Freunde und Freunde der Brettspiele. Ich bin André von Auf den Tisch und die Brettspielgarde hat wieder gefragt, was ist ein Spiel, was niemals dein Regal verlassen wird? Und dazu gehört für mich auf jeden Fall The Pursuit of Happiness von David Chirkop, Adrian Abela und Vangelis Bagiatakis. Ein Spiel, das es tatsächlich eine ganze Zeit lang nur auf Englisch gab, mittlerweile aber auch unter das Streben nach Glück auch auf Deutsch verfügbar. Und wir haben hier ein ganz klassisches Worker-Placement-Spiel, bei dem wir ein ganzes Leben durchleben. Von der Jugend über das Erwachsenenalter bis hin in die Rente.
Momente werden wir uns verschiedenen Projekten widmen. Wir werden vielleicht einen Job beginnen und das Geld, was wir da verdienen, dann für schöne Dinge ausgeben. Wir werden vielleicht Sport treiben, wir werden vielleicht Brettspiele spielen, wir werden vielleicht auf eine Convention gehen. Ganz viele verschiedene Sachen sind hier möglich. Wir können auch in eine Beziehung eintreten und vielleicht sogar Kinder bekommen. Also ganz viele Sachen sind hier möglich, was man vielleicht auch in einem echten Leben tatsächlich erleben würde. Und es ist sicherlich nicht das kreativste oder das allerbeste Worker-Placement-Spiel, was man sich vorstellen kann. Aber das ist ein Spiel, was bei mir einfach sehr viele positive Gefühle auslöst und vor allem auch ganz viel Kopfkino. Weil ich finde, man kann sich unter all den vielen Dingen, die in dem Spiel halt vorkommen können, seien es Aktivitäten oder Gegenstände oder Personen, halt immer etwas vorstellen. Und ja, einfach innerhalb von so rund 2 Stunden einfach ein ganzes Leben zu durchleben. Und das natürlich nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei den Mitspielenden. Das finde ich eine unheimlich schöne Sache. Tatsächlich ist bei meinem Freundeskreis das Spiel gar nicht so beliebt, was sehr, sehr schade ist, weil ich es dadurch nicht so häufig spielen kann. Aber trotzdem, für mich ist es ein totales Herzensspiel und deswegen wird es mein Regal auch nie verlassen. Was? Was sagst du? Okay, wir sind auf Sendung. Oh, hallo, ich bin Bastian von Tilestyle. Und das Spiel, das mein Regal niemals verlassen wird, ist Root. Root ist ein Kriegsspiel, das wir alle auf einem gleichen Brett spielen mit den gleichen Grundregeln. Aber es gibt verschiedene Fraktionen und jede Fraktion bringt ihr eigenes Regelwerk mit. Dabei ist es auch wichtig, dass wir die Regeln und das Spiel des anderen kennen. Ja, hört sich jetzt erstmal alles ziemlich kompliziert an, aber wenn man das erst ein, zwei Mal gespielt hat, dann läuft das alles ganz fluffig. Fluffig ist allerdings so eine Sache, denn es werden Bündnisse geschlossen, es werden Messer in den Rücken von Waschbären gestochen und andersrum. Und das muss man natürlich abkönnen bei so einem Spiel. Aber wenn man das abkann, dann hat man hier Strategie und Taktik und ganz viele Bäume. Und Moment mal. Ja, okay. Okay, du willst weiter? Mhm. Ja, und du willst jetzt alle töten? Ja, oh, was? Mich auch? Ja, auch in diesem Monat haben wir wieder ein Spiel, was bei uns nicht auszieht. Wir sind die Hausis, Tanja, Thorsten, Fabi Enterich. Und ja, liebe Brettspielgarde und liebe Zuschauer, wir haben ein kleines Regal mit 1, 2, 3 oder auch ein paar mehr Spiele. Ich glaube, wir können in den nächsten Monaten immer wieder ein Spiel präsentieren. Ich glaube, das wird so schnell nicht nur ein bisschen Platz wenig haben wir noch. Werden. Ja, wir haben noch so einige Spiele. Kann noch ein paar Jahre dauern, bis wir alles durch haben. Aber wir haben diesen Monat wieder ein besonderes Spiel, ein wildes Spiel. Nämlich Wildes Weltall. Was bei uns nämlich nicht auszieht, von Board Game Circus. Ja, das ist in diesem Jahr bei uns eingezogen. Wir haben sehr viele Partien mittlerweile auch gespielt. Ich selber habe davon auch ein paar Mal davon Solo-Partien ausprobiert, sogar auf der Arbeit während der Mittagspause. Ja, wir haben es am meisten zu zweit gespielt und es ist ein Spiel, was auch zu zweit sehr viel Spaß macht, aber zu dritt haben wir es auch gespielt. Und ja, warum zieht dieses Spiel nicht aus? Ganz einfach, es ist schnell gespielt, schnell gelernt, schnell beigebracht und ja, macht aber trotzdem Spaß und hat auch so eine kleine Tiefe, wo man ein bisschen überlegen muss und auch wenn man genug Punkte haben möchte, muss man natürlich dann doch schon so ein bisschen rechnerisch unterwegs sein, dass man genug Punkte macht. Gerade hier fällt mir das sehr gut, dieses Zocken dabei, wenn ich meine Karten handoptimieren möchte, um den richtigen Moment rauszufinden, so viele Karten wie möglich mit einer Aktion auszuspielen. Mhm. Das funktioniert solo gut, wie ich schon sagte, zu zweit, zu dritt finde ich es gut. Und hierbei finde ich das besonders gut, dass es dann vielleicht nicht nur in einer Vielspielrunde zum Absacker oder zum Aufwärmen oder als Pause zwischendurch sehr gut funktioniert, sondern also auch wirklich den einen oder anderen Nichtspieler vielleicht begeistern kann. Genau. Und ja, der ein oder andere, der vielleicht mit dem Thema nichts anfangen kann mit Weltraumthema. Ganz so schlimm ist es nicht. Es ist nicht gruselig. Es hat süße kleine Tierchen und das macht es irgendwie noch so besonders witzig, finde ich. Gerade wenn jemand so wie ich nicht so mit Alien und Monster, doch Monster mag ich, aber ich mag keine Alien. Aber so als Tier, Alien, ist es ganz witzig. Das war jetzt gut. Ja. Unser Spiel
diesem Monat, was auch nicht bei uns ausziehen wird. Erster Offizier, waren das bei den Houses gerade Tribbles? Nein, Captain, das waren Quietschis. Die haben wir auch an Bord. Wir haben sogar einen schwarzen. Dann ist ja gut. Hallo Pam und Micha, hallo liebe Brettspielfans. Ein weiteres Spiel, welches meine Sammlung niemals verlassen wird, ist World of Warcraft, das Brettspiel. Das Spiel ist in meinen Augen einfach nur episch. Warum? Ja, zum einen, weil es das Videospiel, das der ein oder andere von euch bestimmt kennt, meines Erachtens perfekt in die analoge Welt überträgt. Man wählt also seinen Charakter, eine der beiden Fraktionen, Allianz oder Horde. Den levelt man auf, indem man Erfahrungspunkte sammelt. Man kämpft gegen verschiedene Kreaturen auf dem Weg, sammelt Beute, also Loot. Und da kann man seinen Charakter dann auch wieder verbessern. Es gibt einen Händler aber auch, wo man dann gegen Gold Ausrüstung kaufen kann. Es gibt die Flugpunkte, wo man mit einem Greifen schnell größere Strecken überwinden kann. Man kann Dungeons besuchen, ist besonders lohnenswert. Für Freunde des PvP ist auch gesorgt. Es gibt also einen richtig guten PvP-Modus. Das Kampfsystem an sich ist aus meiner Sicht absolut Spitzenklasse gelöst. Also es ist mal was ganz anderes. Und am Schluss gibt es noch den ultimativen Kampf gegen einen Endboss oder Overlord. Auch die Spieldauer ist episch. Also man kann da schon mal mehr als 8 Stunden in dem Spiel verbringen, aber ohne dass es langweilig wird. Von daher kommt World of Warcraft jetzt nicht so oft auf den Tisch, aber wenn, dann hat man echt einen epischen Abend vor sich. Oder Nacht. Oder Tag. Oder Tag und Nacht. Wie auch immer. Episch halt. Deshalb wird dieses Spiel niemals meine Sammlung verlassen. Willkommen und benvenuti. Ich bin der Eugi von Eugi Spielt und bedanke mich für die Einladung bei der Brettspielgarde. Ein Spiel, was mein Brettspielregal niemals verlassen wird, ist das Spiel Puerto Rico von Andreas Seifert. Herausgekommen 2002, prämiert mit dem Deutschen Spielepreis, Nominierungsliste, Spiel des Jahres und ganz viele andere Titel gewonnen, ist das ein Spiel, was seinerzeit für mich das Brettspiel auf ein neues, höheres Niveau gehoben hat. Spiele, die ich seitdem lieben gelernt habe, also so harte Eurogames ohne Glücksfaktor. Denn in Puerto Rico haben wir überhaupt keinen Glücksfaktor. Es gibt verschiedene Aktionen, die wir wählen können. Alle Mitspieler partizipieren an diesen Aktionen, also ist es auch interaktiv. Wenn man eine Aktion als Spieler auswählt, hat man halt einen Bonus. Ansonsten bekommen alle anderen den gleichen Effekt. Und hier ist es taktisch klug zu überlegen, was mache ich wann. Was mache ich bei Puerto Rico? Ich habe ein Stück Land, auf dem ich Mais, Tabak, Kaffee oder auch Zucker anbaue, auch Indigo. Und ich habe Produktionsgebäude, wo ich diese Ressourcen, diese Sachen verarbeite. Ich habe auch noch andere Gebäude, kann ich kaufen, die mir Benefits geben. Durch das Verkaufen bekomme ich Geld, durch das Verschiffen bekomme ich Siegpunkte. Und wer die meisten Siegpunkte hat, der gewinnt dann natürlich. Und es gibt den einen oder anderen Mechanismus, der sehr verzahnt dieses Spiel zu einem sehr, sehr tollen Spielerlebnis führt. Für mich ein Meisterwerk von Andreas Seifert und vielleicht auch für euch ein neues Highlight in eurem Regal. Bis zum nächsten Monat, euer Eugi. Ja, wir haben heute auch ein Spiel für euch, was niemals das Regal verlassen wird, und es handelt sich um Gen 7. Das ist ein storygetriebenes Kampagnenspiel, bei dem man sich fühlt, als wenn man mitten einer Star Trek-Folge dabei ist. Ja, wie funktioniert das Spiel? In Gen 7 verkörpert ihr den Kommandostab der 7. Generation. Am Anfang des Spiels sucht man sich im Episodenbuch die entsprechende Episode aus, baut danach das Spiel auf. In der Mitte ist immer unser Raumschiff, wo wir im Laufe des Spiels mit Würfel immer Aktionen machen können. Jeder von uns bekommt ein Spielertableau mit zusätzlichen geheimen Karten, die man erfüllen kann. Und wir bekommen alle einen Satz von Würfeln, das ist die Besatzung. Damit machen wir im Laufe des Spiels Aktionen. Interessant ist, wenn einer seinen Offizierswürfel einsetzt, muss er nach dem Spielzug eine Schicksalskarte ziehen. Wenn die Bedingungen auf der Karte eintreffen, passieren einige Nebenhandlungen oder auch die persönliche Geschichte geht weiter. Im Laufe des Spiels kann es auch zu Systemausfällen kommen, wenn wir einzelne Karten nicht erfüllen. Das Spiel wird dann in mehreren Runden gespielt. Unsere Episode gibt dann vor, wie viele Runden wir spielen, bis wir die letzte Runde erreicht haben. Gen 7 ist ein tolles Spiel,
bei dem wir alle auf einem Raumschiff sind und wir erleben eine tolle Geschichte. Ja, jeder Charakter erlebt auch noch seine eigene Geschichte. Das heißt, das Ganze ist auch, ja, zwar kooperativ, aber dann doch auch wieder ein bisschen nicht, weil jeder seine eigenen Ziele auch noch verfolgt. Das Ganze ist zwar jetzt nicht sehr komplex, aber die Geschichte ist einfach super und wir spielen das Spiel aktuell zu dritt und das Ganze macht uns einfach sehr viel Spaß. Ja, aktuell sind wir bei der letzten Episode und da freuen wir uns so richtig drauf. Für uns als Trekkies wird dieses Spiel niemals unser Regal verlassen. Und jetzt fliegen wir weiter. So, heute wieder ein Video zum Thema, welches Spiel mein Spielregal nie verlassen wird. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich es noch nicht genannt habe. Aber für mich ganz klar an vorderster Spitze mit dabei ist Bonanza. Zum einen bin ich großer Uwe Rosenberg-Fan, aber zum anderen ist es für mich tatsächlich ein super gelungenes Spiel, weil ich mag es, diese Bohnen anzubauen, diese später gewinnbringend wieder abzubauen. Und was mich am meisten flasht, ist der Markthandel zwischendurch. Dass keiner rumsitzt, Langeweile hat, man immer aktiv ist, auf Toilette traut man sich eh nicht mehr. Und ja, also bei uns gibt es wirklich so typische Floskeln, damit spielen wir noch so ein Bonanza-Bingo. Wir haben so eine feste Aufstellung, mit der wir spielen. Also wir spielen zum Beispiel immer mit Bonanza, mit der normalen Erweiterung, mit Ladybohnen und mit dem Bohne Dick. Ein paar Promokarten sind noch drin. Und das ist für uns echt einfach ein wunderbarer Spielerabend, ein Riesenstapel, der abgespielt wird. Viele Bohnentaler, die verteilt werden. Und wenn wir nur mal zu zweit sind, dann wird halt das Duell gespielt. Das geht auch immer. Und wenn wir entfernt voneinander sind, spielen wir sogar manchmal per App. Also Bonanza geht für mich immer und deshalb sag ich ein Hoch auf Uwe. Bis dann. Ciao. Hi, ich bin Christoph von der Brettspielbox und mein Spielregal oder ein Spiel, was mein Spielregal nicht verlassen darf, ist definitiv Welcome To. Welcome To ist ein Roll-and-Ride-Spiel, herausgekommen bei Blue Cocker. Und wir haben die Aufgabe eben halt eine Häuserzeile oder vielmehr drei Häuserzeilen sinnvoll mit Hausnummern, mit Zäunen und vor allen Dingen eben halt abgegrenzten Bereichen zu versehen. Wem das als erstes gelingt, es gibt immer drei Aufgabenkarten, der beendet das Spiel und dann gibt es dementsprechend Punkte für eingezeichnete Swimmingpools, für einen Park, den man dementsprechend gemacht hat, für verschiedene Baustellenaktionen etc. Und natürlich eben halt auch für den Wert der Häuser, den man auch in diesem Spiel steigern kann. Das Ganze ist ein Flip-and-Ride-Spiel, kein Roll-and-Ride. Wir haben drei Karten, die uns immer eine Hausnummer und eine Aktionsmöglichkeit vorausgeben. Eine aus dieser Dreierkombination dürfen wir eben wählen und dann auf unserem Spiel eintragen. Das Spiel würde ich persönlich so im Zwischenfamilien- und Kennerspielniveau eintragen oder ablegen, weil es ist von der Zugänglichkeit, leider ist die Anleitung nicht die beste, muss man dazu sagen, schon ein Stück weit komplexer, aber man kommt trotzdem ganz gut rein. Und in diesem Jahr wird es dann auch noch eine Welcome to the Moon Edition geben, wo wir in verschiedenen Kampagnen dann zum Mond aufbrechen. Also, meine Empfehlung, oder das darf das Spielregal auf jeden Fall nicht verlassen, ist Welcome to von Blue Cocker. Unsere Mission ist jetzt zu Ende. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Und schaut vielleicht auch gerne mal bei Meeple Queen vorbei. Die hat auch ein ganz tolles Format und da haben wir auch mitgemacht. Erster Offizier, Rückreise einleiten. Ja, Captain. Angel, Kurs auf Heimatplanet. Computer, Warpgeschwindigkeit. Aye, Captain. Da ist unser Heimatplanet. Endlich wieder zu Hause. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle.